kann ich auch würfeln, nur um ihn zu blamieren. Oh. Ja. Wenn ich mich noch erinnere. Ach, das war doch die... Irgendwas mit Talusa, ne? Mit Talusa! Ja, ist vor 2 Tagen ausgefahren. Allerdings wird es, wenn ihr mal nachfragt, werden 1W3 Schiffe, nee, sagen wir 1W4 minus 1 Schiffe. Das finde ich gut. 1W4 minus 1 Schiffe werden auch in die Richtung fahren, in die ihr wollt. Da bräuchte ich natürlich 1W4. Von der 3. W4, ne? Ja, glaube ich, ja. Ja, genau. Ja. Modifikator ist eingetragen, 3 minus 1 sind 2 Schiffe. Ja, es sind 2 kleine Kähne. Also das sind jetzt keine großen, keine Galeeren oder irgendwelche Fregatten oder sowas, sondern das ist dann wirklich kleine Fischerboote, die dann grob in die Richtung fahren würden, sich dann sehr, sehr nah an der Küste halten. Mittlerweile ist natürlich kein Krieg mehr mit Halme Hafax, das heißt, man könnte das versuchen. Da würde man natürlich mit vielleicht Drachen oder sowas in Begegnung kommen, aber ganz generell wäre das möglich. Sag gute Frau, wo finde ich, zeig mal auf dieses Buch wahrscheinlich, wo diese Schiffe eingetragen sind, wo finde ich diese Schiffe? Das ist an der Mole 4 und die Mole 3. Da sind die Schiffe verteut. Sind diese Molen beschriftet irgendwie, dass man mich wiederfindet, oder? Ja, da sind große 2, 3 und 4 drauf. Ah, alles klar. Aha, vielen Dank. Könnt ihr Zahlen lesen? Könnt ihr rechnen, guter Mann? Natürlich kann ich lesen und rechnen. Okay, hat man euch das in der Schule also beigebracht? Bin ich mir nie ganz sicher, wie die Männer aufpassen in der Schule. Ich habe sehr gut aufgepasst, gute Dame. Vielen Dank für eure Bemühen. Kommt, Rafim. Dankeschön! Ich verlasse diese Hafenmeisterei und wenn nämlich, gucke ich erstmal um, welche Mole am nächsten liegen würde. Ja, ist jetzt dir beliebig überlassen. Der Hafen ist jetzt nicht so groß, aber du kannst da kurz rüberblicken und siehst da dann wohl auch diese kleinen. Ja, was sind das? Nicht mal Talucken, irgendwas Einmastiges wird das sein. Vielleicht ein, ja, Zitrake ist es nicht, du kennst dich nicht so gut damit aus. Vielleicht ist es einfach irgendwas Einmastiges, was dann da irgendwie gesegelt werden muss. Sieht vielleicht auch so ein bisschen maraskanisch aus, Gott. Ja, ich würde mal schnurstracks zum nächstbesten Schiff dahin gehen. Heda! Ja! Ich habe gehört, ihr segelt nach Norden. Ja, wer fragt? Habt ihr eventuell noch Platz für Passagiere? 2 Leute? Nein, insgesamt. Hier sind durch 1, 2, 3, 4, 5 sind die, oder? Ja, 5. 5 Leute. Hä? 6 Helden und Avianna, wenn ihr die mitnehmen wollt. Die könnt ihr auch hier lassen. 7 Leute. Und Pferde und ein Streitwagen. Kratz im Kopf. Verzeiht, Pferde und ein Streitwagen? Das können wir auch hier lassen. Nein, nur 7 Personen wahrscheinlich. Wollt ihr bezahlen oder wollt ihr angeln? Wir wollen natürlich bezahlen. Warum sollten wir angeln? Naja, wenn ihr nur rumsteht, dann verdiene ich auch nichts. Wir werden euch für die Überfahrt bezahlen, natürlich. 2 Dukaten pro Person. Was heißt denn Norden? Richtung Pericum. Vielleicht ein kurzes Stück davor. Ja, also. Pericum kriegen wir noch hin. Solange wir nicht zu dicht an die Trollzacken fahren. Und über den Preis müssen wir auch nochmal reden. Sagen wir göttergefällige 12 Dukaten. Denkt doch daran, dass wir euch eventuell vor Piraten und Drachen schützen. Euer Schiff ist doch wohl mehr wert als 12 Dukaten. Er schaut mal so ein bisschen, stellt sich die Hände in die Hüften, guckt am Schiff vorbei. Kratzt sich am Kopf. Habt ihr recht, also wenn wir runtergehen, muss ich mein Schiff natürlich wieder rauskriegen. Sagen wir 14 Dukaten. Ich dachte weniger. Naja, aber wenn es untergeht, dann muss ich mir ein neues Schiff kaufen. Warum sollte euer Schiff untergehen?
Ihr habt doch schon gesagt, wegen den Drachen. Das sind eine ganze Menge Drachen. Euer Schiff, vor den Drachen. Das sollte euch das einiges wert sein. Wollt ihr es denn machen? Seid ihr Drachentöter? Ja, wir haben schon 2 Drachen erledigt. Na gut, dann. Und eine Dämonenarche. Gruselt sich, du siehst, wie er so ein bisschen zittert. Oh, ich hoffe, wir begegnen keiner Dämonenarche. Nein, das werden wir nicht. Wann wollt ihr auslaufen? Also eigentlich würde ich sonst morgen früh wieder fahren, zur 4. Stunde des Tages. Gut. Aber wenn ihr wollt, können wir auch jetzt los. Ich meine, dann ist es euer Schiff, aber ich will das Geld im Voraus. Nein, morgen früh ist gut. Gegen morgen. Danke! Was war das? Ja, ich wollte mich bei dem Mann bedanken. Drehen wir um so, ey? Dann bis morgen früh. Gegen Preisaufgang, nicht wahr? Weit vorher, mein Herr. 4. Stunde. 4. Stunde. Aber mir, da drehst du dich normalerweise noch 2-mal. Ja, ich fürchte auch. Aber nun ja, ein Heldenleben ist nun mal kein Zuckerschlecken. Gut, dann zur 4. Stunde. Gut, kannst du nochmal das Schiff merken? Kannst du tulamidische Zeichen lesen? Nein, aber Rafim kann lesen. Ich bin nicht ganz sicher. Rafim, kannst du tulamidisch? Nein, natürlich nicht. Du hast kein Tulamidia? Kusliker Zeichen, sonst nix. Ja, dann wisst ihr auch nicht, wie das Schiff heißt. Ja, wir können es mal den Platz merken, oder? Das wissen wir nicht. Genau, Name vom Kapitän habt ihr auch nicht. Wie heißt ihr, guter Mann? Wie heißt das Schiff? Wie heißt ihr? Also, das Schiff ist die Zwillingsmond. Könnt ihr doch da erkennen. Der deutet auf den Namen. Hast keine Ahnung. Ich bin Shalir. Gut. Danke, Shalir. So, aber mir. Komm. Das war eine schwierige Verhandlung. Das habt ihr sehr gut gemacht. Ja, danke. Ihr habt den Preis erfolgreich um 2 Dukane erhöht. Ich habe ihn voll gesenkt. Ja, gut. Gut. Wollen wir einmal schauen, ob wir nicht doch auf der Sierra mitfahren können. Ich traue diesem kleinen Nussknacker nicht. Ich bin ja immer noch dafür, dass wir reiten. Ich meine, das hier ist ein aktives Kriegsgebiet. Das sind bestimmt ein paar Banditen, die wir umbringen können. Ja, das wollte ich vermeiden. Ach, aber mir. Je schneller wir aus Arnien weg raus sind, desto besser ist das. Ach, nur wegen eurer kriminellen Vergangenheit? Ja, ich glaube, wir sind nicht wohl gelitten hier in Zaugern. Och, irgendwas sagt mir, ich habe ein schlimmes Bauchgefühl. Ja komm, lass uns erstmal zu Winter zurückgehen, vielleicht haben die anderen in der Zeit ja schon was rausgefunden. Gut. Ja, während ihr dann zurückgeht, könnt ihr wohl auch noch hinter euch hören, wie ein kleiner Zwerg auf der Seeadler von Beilung gerade herumkrakeelt und ruft. Und da sollen wohl gerade die mechanischen Apparate nicht so sehr belastet werden und das ist alles falsch verteut und schreit da rum und ihr... Wart noch nicht drauf, ne? Nee, also Jalan war drauf, aber Abel mir noch nicht. Nicht wirklich. Also irgendein Zwerg, der da rumschreit und brüllt. Und seinem Namen alle Ehre macht. Gut, dann schauen wir uns mal den Raya-Tempel an. Wollte Kiaras da alleine hingehen oder begleitet ihn da irgendjemand? Ja. Jalan. Wenn er mich lässt, gehe ich mit. Ja, dann los. Ja. Ich halte dich nicht auf. Ja, und ich möchte in den Tempel hineingehen, um zu meditieren, zu versuchen, die Vorteile und Nachteile abzuwägen und nach einem kleinen Gebet wahrscheinlich zu versuchen, die eigene Harmonie wiederherzustellen, indem ich den Harmoniesegen auf mich selber wirke und nun Raya durch mich walten lasse, ob, was sie dazu sagt, ob ich ja oder nein so etwas sagen sollte. Ich werde mir eine eigene Ecke suchen. Allerdings Raya nicht um Harmonie bitten, denn meine Entscheidung steht ja schon fest. Ich bin nur zur moralischen Unterstützung hier. Ja, du kannst den Harmoniesegen gerne wirken, wenn du magst. Ja, das sollte wahrscheinlich ohne Probleme gelingen. Göttergefällige 13 Punkte.
Ja, also erwartest du jetzt eine Antwort von mir? Nein, nicht wirklich. Ich erwarte von dir keine Antwort. Wie gesagt, ich sitze dort wahrscheinlich eine ganze Weile schweigend. Denke vor allem darüber nach. Zum einen die Vor- und Nachteile abwägen und wie sehr spielt meine Widerwillen da zuzustimmen rein, dass ich ein persönliche Vendetta gegen Sanin habe, wie oder vielleicht auch gar wie sehr jüngste Ereignisse, vor allem jetzt die Gerichtsverhandlung, da mit hineinspielen, wie ich mich in der Hinsicht entscheiden sollte. Denn ist jede unserer Aktionen immer sofort geheiligt, nur weil wir sie tun? Ist alles, was wir vorhaben, alles, was wir, jeder Schwur, den wir ablegen im Namen der Götter, auch automatisch richtig und unanzweifelbar? Oder ist es nicht gar gesund, halt auch gewissen Zweifel zu haben? Vor allem, da wir mit Sanin bereits oder seinen Leuten bereits Geschichte haben. Und ob meine Zurückhaltung oder besser gesagt meine Vorbehalte gegen ihn und seine Crew nicht gar, ob sie entweder zu berücksichtigen sind, ob sie gerechtfertigt sind oder ob ich einfach nur ja, verbittert bin und nicht in der Lage bin zu vergeben. Das ist sehr schwierig zu sagen. Deswegen, ja, ich versuche mich deswegen von meinen, weltlichen Bedenken zu befreien, die Harmonie der Welt selber durch mich fließen zu lassen und eine Entscheidung zu treffen, die keine Beeinflussung durch meine eigene Meinung hat. Ja, währenddessen du mit deinen eigenen Gedanken alleine bist, wird von hinten Avian der Falkenflug an Jalen herantreten und ihm so ein bisschen durch die Haare streicheln, während du da kniest und irgendwie mit dir selbst auch versuchst, alleine zu sein. Ah, es ist immer so spannend mit euch. Also, ich bin ja nun auch schon sehr spontan und schließe meine Reisen immer sehr, sehr kurzfristig, aber dass ihr erst zusagt und dann doch wieder absagt und dann auf einer kleineren, gefährlichen Reise, dann, ach, mir ist es völlig egal, wie wir wohin auch immer wollen, aber die Seattle hätte ich ja schon gerne ein bisschen länger dann noch mal bereist. Ich meine, so ein Schiff, das ist ja so, nirgends ist man so frei wie auf einem Schiff. Außer wenn man fliegt, natürlich. Ich versichere euch, ich habe keine Intention, Sanin unsere Zusage sitzen zu lassen. Mir ist das wie gesagt egal. Ihr macht das schon. Sicherlich, sicherlich. Was genau ist eigentlich euer Plan? Ich meine, fürs Erste werdet ihr uns begleiten, aber sobald wir in Romulus ankommen, wird sich unsere Reisegeschwindigkeit extrem verringern. Ja, aber ist doch schön, wenn man dann einen Avis-Geweihten oder eine Geweihte dabei hat. Ich hätte auch überlegt, ob ich auf der Seeadler bleibe und da vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, mich um die Katzen kümmere oder so. Ich habe gehört, da soll es ganz viele Schiffskatzen geben. Oder mich ganz allgemein um die Mannschaft kümmere. Aber gut, wenn wir jetzt da sowieso nicht mitfahren, dann... Ich weiß noch nicht. Ich weiß nie genau, wohin mich mein Weg trägt. Und ich weiß auch noch nicht, was in Romulus so los ist oder warum die Finstermark so dunkel ist. Ich meine, wir haben das schon... Diese merkwürdige Kreatur gesehen und die Berichte von der Familie Rabenmund dabei. Ich glaube, es gibt sicherlich schönere Ziele zu reisen und aber gut, die blutige See ist ja mittlerweile auch nicht mehr ganz so toll. Ist mir egal. Nun, wie gesagt, ich bin mir sicher, wir werden eure Gelegenheit bekommen, auf der See allein einige Tage verweilen zu können. Ich stiefel mal nach oben in die Trollzacken und versuche mal, mich mit den Trollzacken zu... oder den Zackern zu unterhalten. Dies würde ich alleine nicht empfehlen. Oder mit den Trollen? Wieso nicht? Auch, nun, weil sie sehr... wilde Barbaren? Sagen wir grob sind. Ach, man muss sich einfach nur mit ihnen unterhalten können.
Ja, sie zu unterhalten involviert ein stumpfes Messer und sehr viel Blut. Ich meinte die Sprache sprechen. So wie ich es verstanden habe, gehört dies nicht unbedingt zu ihrer Sprache, aber zu ihrem Gebaren. Ich hoffe, wenn wir auf der See sind, dass wir ein paar Neckar oder sowas treffen. Und wenn ihr nicht bereit seid, euch diesen Gebaren selbst zu unterwerfen, dann respektieren sie euch nicht, hat man mir vermittelt. Dann suche ich nach den Trollen. Sicher doch. Versucht dann wieder, mich von ihrem sprunghaften Gedankengängen ein wenig zu isolieren. Irgendwie selbst auf den Trichter zu kommen, was genau wir jetzt tun, wenn Karin noch nicht endlich auf Linie kommt. Ja, was machen derweil Isarun und Boltax? Ja, ich würde Isarun in die Villa begleiten, da wird sie ja zurückkehren. Genau, und dann schon mal sagen so, ja, es kann sein, dass wir doch mit den Pferden fahren. Seht mal zu, dass alles noch ordentlich eingefettet und eingeölt ist. Und dass ihr bei Zeiten den Wagen fertig machen könnt und die Pferde natürlich auch. Ja, du kannst sehen, wie die Kinder, die ihr da jetzt im Vorgarten habt, haben schon irgendwie sich hingesetzt und spielen da wohl irgendwie mit Scherben und mit Ton und irgendwelchen anderen Sachen und Kieselsteinen und springen dann auch sofort auf, freuen sich, dass sie was zu tun haben, was dann nicht den Rasen schneiden oder irgendwelche Büsche schneiden dann beinhaltet, sondern laufen dann sofort wieder los in Richtung der Stelle. Wenn mit Tieren agieren, das ist natürlich auch mal super schön und dann... Ja, machen sie euch, also sie holen euch die Pferde raus und legen die Sättel irgendwie daneben und versuchen dann auch den Wagen zu ziehen, aber das Versuch, also ist es so nichts Halbes und nichts Ganzes, aber zumindest sind sie sehr bemüht. Also als gutes tobrisches Mädchen bin ich natürlich mit Pferden aufgewachsen und zeige denen natürlich auch, wie man die Sättel ordentlich auflegt, wie man den Streitwagen anspannt. Und zur Belohnung hebe ich sie dann auch mal aufs Pferdchen und dann dürfen sie ein paar Ründchen mit mir gehen. Ja, super. Die Kinder freuen sich alle, vor allem die unsterbliche Nahema. Ja, ich würde einen gewissen... Stein, der mir übergeben worden ist, zumindest mal ein bisschen weiter schnitzen. Ja, kannst dich dann natürlich auch so ein bisschen dann zu Igna bequemen, der sitzt auch gerade in der Mitte am Brunnen und lehnt sich da so ein bisschen an, zeichnet da wohl irgendwie so ein paar Skizzen. Wird wohl was Größeres, das ist so eine große Zwergenstatue und daneben soll wohl ein kleiner Drache stehen, der dann gefehlt wird und ja, also er versucht hat dann wohl auch das Andenken von Torgosch zu wahren und ist er, bevor er jetzt erstmal anfängt zu handwerken, wird er das erstmal aufzeichnen. Jo, soll ich auch Feuersteinbearbeitung würfeln? Ja, dir wurde ein Gwen Petryl von Kiaras gegeben, ne? Genau. Ja, du hast die Spezialisierung für Bernsteinbearbeitung. Ja. Würde ich dir gestatten, du darfst die plus 2 mit reinnehmen, aber weil es kein Bernstein ist, sondern Gwen Petryl, gebe ich dir eine plus 5. Also insgesamt mit der Spezialisierung dann eine plus 3. Okay. Kannst ihn dann mit deinem, was ist das, ein Berufsgeheimnis, ne? Ja. Kannst ihn dann. Also Talentspezialisierung war es, aber ja, ist theoretisch Berufsgeheimnis. Okay, schauen wir mal. Das sieht sehr schön aus. Was möchtest du daraus formen? Ich weiß nicht mehr genau, was Kiaras mir aufgetragen hatte, beziehungsweise worum er mich gebeten hatte. Deshalb würde ich ihm jetzt einfach nochmal die Möglichkeit geben. Kiaras, was wolltest du für eine Farbe, für eine Form haben von Gwen Petryl? Ja, Gwen Petryl Blau. Also Form, ich möchte ihn halt als Anhänger für eine Kette haben mit dem Effort-Symbol darauf. Okay. Dann würde ich das Ganze folgendermaßen formen, und zwar wie wir dieses Yin- und Yang-Zeichen kennen. Als zwei Tropfen, die so ineinander greifen, und in der Mitte jedes Tropfens das klassische Effort-Symbol. Und so, dass man die Kette auch als zweiteilige oder einteilige Kette tragen kann. Ja, kannst du mir nochmal vor eine Götter- und Kulte-Probe würfeln? Also du kriegst das natürlich hin, dass das toll tropfenförmig aussieht, aber dass sich Kiaras dann auch freut, ist natürlich auch nochmal.
Da kann ich dir sogar eine menschliche Erschwernis reindrücken für andere Götter, aber das passt. Also ist auf alle Fälle dann auch so zu erkennbar und da kann man dann auch was drum binden, sodass der Gwentpetrel dann nicht mehr ganz scharfkantig ist oder so, sondern ja, eine wunderschöne Perle oder beziehungsweise zwei wunderschöne Perlen, die ineinander greifen. Ja, wunderbar. Dann nicke ich nochmal zufrieden und denke mir, ja, da wird er sich freuen. Zu welchem Entschluss ist mittlerweile Kieras gekommen? Ja, ich erhebe mich wieder aus meiner Meditation, atme noch einmal tief durch und trete dann auf Yalan zu, der hoffentlich mich auch in meiner Meditation gefangen hat. Nö, wie gesagt, er ist ein wenig auf sich selbst konzentriert, aber nicht so tief versunken, dass er seine Umgebung nicht wahrnimmt. Also wenn du an ihn herantrittst oder in die Nische trittst, in der er sitzt, erhebt er sich dann auch. Ja was? Ich hoffe, eure Göttin hat euch einen Fingerzeig gewiesen. Das hat sie in der Tat und viele meiner wahrscheinlich schon viel zu lange unterdrückten Befürchtungen angesprochen. Und ich weiß, wie sehr ihr unbedingt mit diesem Schiff reisen wollt. Also werde ich mich nicht dagegen stellen. Ich werde diesen Schwur auf Effert, aber vor allem auch auf Raya sprechen. Denn ich werde. Ich möchte davon sicher gehen, dass sie den Leuten auf die Finger schaut dabei. Verständlicherweise. Ich verspreche euch, falls sich noch einmal so ein, wie ihr es nennen würdet, Debakel wie letztes Mal ereignet, werden entsprechende Konsequenzen gezogen. Ja, das möchte ich doch auch hoffen. Gut, soll es auch nur für eine kurze Überfahrt sein. Ich denke, für die Zeit werde ich meine Bedenken begraben können. Und Und kommt vielleicht dann. hilft es mir auch, die Ereignisse auf Ruder zu vergessen. Was genau passierte eigentlich damals? Ihr habt es mir im Groben erzählt, aber. Nun, ich habe dieser Frau, dieser Ulrike von Havelt vertraut, habe ihr den Splitter übergeben, dass sie. Ich habe ihn in den Splitter getragen und habe sie eskortiert, dass sie mit diesem Splitter verschwinden kann. Als ich dann die Klingen gekreuzt habe mit Paligan und ich gedroht habe, ihn zurückzudrängen, hat sie mir ein Messer in den Rücken gejagt. Wodurch ich nicht nur das Duell verlor, sondern auch den Splitter verlor, den sie prompt an sich nahm und Paligan übergeben hat. Woraufhin er mit dem Splitter geflohen ist und Ömer, wo auch immer der Ärmste jetzt sein mag, Ulrike erschossen hat mit einem Pfeil. Leider zu spät. Nimmt es euch also, grämt es euch also mehr, dass ihr infolgedessen das Duell verloren habt. Denn die Frau ist wirklich nicht das erste oder das letzte Mal, dass wir verraten wurden. Denken wir Bin mal an zwar wahrlich Fadnaios oder an. arrogant und ja, das ist ein Teil dessen, was mich stört. Doch, nein, das Schlimmste war tatsächlich dass dieser Verrat in der wohl schlimmsten Sekunde kommen konnte und wir dadurch diesen Splitter verloren haben und ein Monster immer noch auf freiem Fuß ist. Ein Monster, das seitdem wer weiß, wie viele Leben gekostet hat. Wären wir dort an diesem Tag nicht verraten worden, wäre vielleicht jetzt ein weiterer Splitter sicher verwahrt, vielleicht gar vernichtet bis jetzt. Könnt ihr dies wirklich sicher sagen? War das die letzte ausschlaggebende Handlung? Jetzt Ja, wisst ihr, was Darion Paligan ist Palegan noch für verschwunden. niederhöllische Tricks im Ärmel gehabt hätte. Paligan ist verschwunden. Die Mächte von Xeraan waren bereits geschlagen. Und nun, ihr habt das nicht mitbekommen, da ihr mit der Perlenwacht davon gesegelt seid und dann die Göttin persönlich eingegriffen hat. Die Kämpfe waren effektiv vorbei. Paligan war der letzte Feind, der noch stand. Und er ist entkommen mit dem Splitter. Nun, ihr solltet vielleicht. Vergeltung ist oft ihrer selbst gerecht, Karinor. Man sollte sicherlich einen solchen Verrat nie vergessen. Aber ihr solltet auch darüber nachdenken, ob ihr ihn nicht
aus Mangel eines noch lebenden Schuldigen auf die falschen Leute fokussiert. Alles, was ich je verlangt habe, war eine Entschuldigung. Die habe ich niemals bekommen und werde ich niemals bekommen. Und ich werde mich bei euch auch nicht dafür entschuldigen, dass der Verdarius paktiert hat, Karinor. Ihr gebt Leuten die Schuld, die euch nicht angetan haben. Vielleicht habt ihr recht. Ich bin immer dafür, dass jemand seine gerechte Strafe erhält. Dass man dies notfalls auch selbst in die Hand nimmt, das wisst ihr. Aber die rechte Strafe muss auch den rechten Menschen treffen. Kommt jetzt, die Flut beginnt schon einzulaufen. Ja, gehen wir. Ja, so könnt ihr euch alle gemeinsam wieder in eurer Villa versammeln. Aber mir bringt gute Nachrichten mit. Ihr habt ein neues Schiff gefunden. Ich habe eine kleine Schaluppe gefunden. Sie wird diese Nacht auslaufen. In der vierten Morgenstunde. Ja, nein. Ich meine, gute Arbeit. Ich bin mir sicher, es war nicht leicht, einen vertrauenswürdigen Kapitän aufzutreiben, aber dies wird nicht nötig sein. Schau Frank Kiaras an. Ich bin bereit, diesen Schwur zu leisten. Und ich denke auch, ein Kriegsschiff wird geeigneter sein, wieder die blutige See zu überqueren, als ein kleines Fischerboot. Das klingt erfreulich. Nicht, dass die Spinne wieder auftaucht. Das wäre unerfreulich. Nun gut, ihr solltet dies vielleicht heute noch erledigen, bei diesem Wort Eferdi. Oh, ja. Apropos Eferdi. Kiaras, ich habe noch was für dich. Und zwar, du hattest mich ja gebeten, Grand Petrol zu bearbeiten. Und folgendes habe ich gemacht. Schönes Amulett, man kann es sogar in zwei Teile teilen. Zwei Tropfen ineinander verschlungen. Harmonie. Wahrlich. Dachte mir, das würde dir gefallen. Wahrlich, wunderschön. Gern geschehen. Ich danke dir, mein Freund. Und ja, ich denke, es beruhigt auch meine Nerven ein wenig, wieder auf die See zu stechen. So soll Effert uns beschützen. Ein Hinweis, wenn ihr den Eferdi besucht, solltet ihr vielleicht dieses wunderschöne Werk und das Angroscho offen tragen, um den Beweis zu erbringen, dass ihr Effert wohlgesonnen seid. Man sagt zumindest, wenn jemand den Effert zürnt, einen solchen Stein berührt, würde er blass und seinen Leuchtkraft verlieren. Diesen Stein abzulegen in nächster Zeit. Nun kommt, die Zeit drängt. Ja, gehen wir zum Effertempel. Gut, ich sag den Kindern, dass wir jetzt doch nicht mit den Pferden abreisen und dass sie viel Spaß haben sollen und schön fleißig weitermachen sollen. Ja, die Kinder haben die Pferde gerade umfunktioniert und versuchen jetzt nach und nach die dazu anzuhalten, dass sie die Wiese mähen für die Kinder. Was dann auch wohl funktioniert. Die Pferde sind glücklich, die Kinder sind glücklich. Ob der Streitwagen es jemals wieder ins Innere des kleinen Stalls schafft und da dann vor den Winter- und Wetter geschützt ist, ist nochmal eine andere Sache. Aber ihr habt ja auch noch Igna und die ganzen anderen Haushälter, die sich dann nach und nach darum kümmern werden. Igna will ja neue bauen. Wenn ihr den Effert-Tempel wieder betretet, dann könnt ihr dort sehen, dass aktuell niemand mehr anwesend ist. Es gibt zwar noch die zwei, drei Priester bzw. die Akoluten, aber von der Seeadler selbst ist niemand mehr hier. Die sind alle an Bord. Und dann werden wir uns wohl ranhalten müssen. Geht's wieder hinaus. Ja, so könnt ihr dann mit euren 7 Sachen gepackt, was auch immer ihr mit dabei habt, in Richtung des Hafens aufmachen und steht dann vor dem Steg, der zur Seeadler führt. Ihr könnt sehen, dass hier auch viele Offiziere stehen. Rafim kann den schwarzen Bund des Kor erkennen, der hier wachsam steht mit den Speeren. Es gibt auch einige thulamidische Schützen, die euch jetzt begutachten. Noch nicht wirklich mit Pfeil und Bogen aufgelegt, aber sehr interessiert zu euch rüberschauen. Ihr könnt auch wohl jetzt erkennen, wie der ein oder andere von dem Bailunker Seegarde-Regiment dann auch in eure Richtung schielt und
ihr auf alle Fälle als Fremdkörper wahrgenommen werdet. Wen ihr an Deck erkennen könnt, ist den kleinen Zwerg, der herumfusakelt und dem das alles nicht schnell genug gehen kann. Wie gesagt, das soll verzurrt und verzerrt werden. Ladung, die dann verteilt wird auf die verschiedenen, alles irgendwie auf dem Hauptdeck, wo dann die Matrosen gerade sehr beschäftigt sind.